15 Punkte in Geschichte in der Oberstufe, so geht's. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich habe ja im letzten Jahr natürlich schon sehr viele Videos auch fürs Abitur gemacht und da wurde mein Video zu Geschichte mit am Abstand am meisten gefeiert. Das findet ihr rechts oben in der Ecke, falls ihr das Geschichte-Abi vor euch habt. Ansonsten gebe ich jetzt allgemein meine besten 5 Tipps für 15 Punkte in Geschichte. Erstens, Interesse aktiv pushen. Das ist in keinem Fach so wichtig und gleichzeitig so leicht wie in Geschichte. Denn in Geschichte gibt es ja nicht groß was zu verstehen. Es geht einfach nur darum, dass du dich für das Ganze interessierst, dass du das Ganze, ja, dass du einfach die ganzen Zusammenhänge, die ganzen verschiedenen Situationen, Perspektiven erkennst, die weißt und dich eben dafür interessierst. Du musst halt, da muss eine gewisse Begeisterung dahinter sein. Das muss man in deinen Antworten sehen. Das muss man sowohl im Schriftlichen als auch im Mündlichen einfach merken. Und es ist ja eigentlich wirklich leicht, sich für Geschichte zu interessieren. Man kann nicht immer sagen, oh, das ist doch eh schon passiert und bla bla bla. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach, ist doch viel geiler. Es sind wirklich wahre Sachen. Daran kann man nichts mehr ändern. Es ist einfach genauso passiert. Es ist unsere Menschheitsgeschichte und wir können da so viele Lektionen auch für die Zukunft daraus ableiten, einfach mal erkennen, wie funktionieren wir Menschen denn wirklich, weil wir kennen ja immer nur unsere Gesellschaft, wir kennen ja immer nur unsere Zeit, vor allem, weil wir vergleichsweise noch relativ jung sind. Wir haben noch nicht mal einen richtigen Marktcrash mitbekommen. Wir haben noch nicht mal einen richtigen Krieg erlebt. Wir haben das alles gar nicht erlebt, aber in diesen Büchern ist das alles festgehalten. Deswegen interessiert euch dafür, es wird euch selbst extrem weiterbringen und natürlich auch eure Noten. Zweitens, im Unterricht voll dabei sein. Auch das ist wieder speziell in Geschichte so entscheidend. Natürlich, weil, wie Tipp 1 eben, es dein Interesse fördert. Natürlich, wenn du die ganze Zeit dabei bist, bist du auch viel interessierter. Aber es hat noch zwei andere wichtige Gründe. Erstens, dir werden eigentlich die ganzen Geschichten ja erzählt. Und daheim sich was zuzusehen, ist wesentlich aufwendiger, wie Dinge einfach nur erzählt zu bekommen. Bei uns beispielsweise oft so, dass unser Lehrer vorne stand und einfach erzählt hat. Und wenn du da aufmerksam zuhörst, dann ist es auch relativ leicht, sich das Ganze zu merken, weil es sind ja Geschichten. Unser Kopf kann Geschichten sich unfassbar gut merken. Filme und so weiter. Sei da einfach dabei. Guck's dir an. Hör's dir an. Und das wird sich so viel einfacher für dich einprägen, als in jedem anderen Fach. In Bio oder so. Das sind einfach nur irgendwelche wahllosen Fachbegriffe. Aber in Geschichte, ist einfach nur eine Geschichte. Mit ganz normalen Menschen, mit ganz normalen Handlungen. Ist eigentlich extrem, extrem leicht. Und der zweite entscheidende Punkt, warum es zusätzlich noch wichtig ist, im Unterricht sehr gut aufzupassen: Du erkennst die eigenen Meinungen und Tendenzen des Lehrers. Und das ist extrem wichtig für sowas wie Bewertungsaufgaben, wenn deine eigene Meinung abgeben sollst, wenn du Sachen einordnen sollst. Einfach wenn es darum geht, so okay, wie siehst du das? Auf welcher Seite stehst du? Und dann kann es natürlich mal sein, dass du eine andere Meinung hast als der Lehrer. Und eigentlich sollte der Lehrer auch objektiv bewerten. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, dass es in ganz, ganz vielen Situationen extrem wertvoll ist, wenn du eben das hinschreibst, wie es der Lehrer vielleicht auch hinschreiben würde oder mehr, so dass er es auch versteht. Weil wir Menschen sind emotionale Wesen und wenn jemand eine klare Meinung über was hat und du genau das Gegenteil hinschreibst, ist einfach schwierig, vor allem wenn es um 15 Punkte geht. Deswegen ist es extrem wertvoll, da diese Informationen, dadurch, dass man aufpasst, wirklich auch mitzunehmen. Drittens, immer erst die Grundstruktur lernen. Sprich, du lernst als allererstes mal die Fakten. Wenn du also, klar, du sollst aufpassen und die Storys hören, aber wenn du daheim sitzt und lernst, lern das allererste Mal die Fakten. Keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg. Dann weißt du, okay, 1923 war das, dann war da und da irgendwann Machtergreifung, dann war, keine Ahnung, ist das passiert, dann 1939 ja, glaube ich, Kriegsbeginn, 1945 war der zu Ende, dazwischen war das, das, das. Einfach, dass du wirklich so eine klare Übersicht hast und machst, okay, bam, 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 bam. Weil wenn du das im Kopf hast, dann fällt es hier sehr viel leichter, in Geschichte auch stringente Erläuterungen auszuführen, was einfach super wichtig ist. In Geschichte ist einfach total oft, erläutern Sie den Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Und wenn du dann einfach nur alles schreibst, was du irgendwie mal irgendwo gehört hast, dann ist es total cool. Und gerade in der Oberstufe ist es wichtig, dass du eben das Ganze sinnvoll aufbaust. Und wenn du wirklich so klare Abfolgen von Zeiten und den damit verbundenen Ereignissen im Kopf hast, dann kannst du das einfach sehr sauber abarbeiten. Das wird sehr angenehm auch für den Lehrer sein, das Ganze so zu lesen. Viertens, Zusammenhänge aufbauen. Ich sehe das in meinem Kopf immer ein bisschen so, wie die Fakten sind wie so Pfosten. Ja, es ist einfach so passiert. Bam, 1939, Kriegsbeginn. Bam, ist einfach so. Und dann da, bam, 1945, Kriegsende. Bam.
Und was Zusammenhänge für mich dann metaphorisch sind, sind einfach die Schnüre dazwischen. Du versuchst quasi einfach so ein komplettes Bett, so ein komplettes Feld irgendwie aufzubauen mit ganz, 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 ganz vielen Schnüren dazwischen. Aber um das zu machen, musst du ja am allerersten Mal die Pfosten reinhauen, weil du weißt, okay, da war das, da war das, da war das. Und dann kannst du die Zusammenhänge einbauen und du merkst, okay, das hat zu dem geführt, das zu dem, das zu dem. Das kann man aus der Perspektive sehen, das aus der Perspektive. Und wenn du das in der Reihenfolge machst, weißt du auch ganz genau, wie du vorzugehen hast. Und es wird dir dann auch viel leichter fallen, danach die einzelnen Pfosten zu merken, weil du ja die Zusammenhänge damit verknüpft hast. Das heißt, wenn du die Zusammenhänge abgespeichert hast, musst du ja zwangsläufig auch die Fakten kennen, sonst könntest du das Ganze gar nicht machen. Und so festigt sich das Ganze extrem gut. Das kannst du dann übrigens, das auch noch als weiterer Punkt, wie du es schaffst, auch wirklich diese Zusammenhänge herzustellen. Erstens, passt im Unterricht extrem gut auf, klar. Zweitens, lies das Buch. Im Buch sind meistens die Sachen, die im Heft einfach nur so zack, zack, zack zusammengefasst dastehen, was ja auch sehr gut ist, um es eben möglichst schnell und effizient zu lernen, sind meistens im Buch einfach im Fließtext ausformuliert. Und wenn du das allererste Mal den Heftantrag gut gelernt hast und dann das Buch liest, kannst du auch mal so viel mehr Dinge verknüpfen. Oder du schaust natürlich Dokumentation sogar an. Fünftens, die Auseinandersetzung lieben. Wenn du das Ganze gemacht hast, weißt du eigentlich schon super Bescheid. Jetzt ist eben, wie anfangs auch schon gesagt, in Geschichte so entscheidend, dass da eine gewisse Begeisterung dabei ist. Das bedeutet, du musst es wirklich lieben, im Unterricht darüber zu diskutieren. Oh, die hätten das machen können, hätte ja das machen können. Naja, man muss es schon noch aus deren Sicht sehen. Und all diese Dinge, das heißt, beteilige dich da im Unterricht einfach extrem gut. Hab da Spaß dran. Weil wenn du es wirklich liebst, dann kannst du da auch viel bessere Antworten geben. Und vor allem auch in den Prüfungen. Wenn du dich aktiv damit auseinandersetzt, vielleicht auch mal eine Doku angeschaut hast, dann hast du einfach diese Tiefe, die es wirklich auch für 15 Punkte braucht. Und dann bist du bestens aufgestellt. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.